Um den Wechsel vom 17. zum 18. Jahrhundert herum änderte sich das europäische Strafsystem radikal. An die Stelle der Marter, der körperlichen Vergeltung eines verbrecherischen Angriffs auf die Macht des Souveräns, trat ein streng reguliertes System der Verteidigung der Gesellschaft. Die Qual wurde durch die Vorstellung der Qual ersetzt oder sollte dies zumindest tun. In diesem weiten Rahmen des Verhältnisses von Macht und Wissen, das Michel Foucault 1995 in seinem bekannten Werk Überwachen und Strafen entfaltet hat, interessiert mich im Kontext dieser Tagung ein einzelnes Element. Die Gewissheit, dass die im Gesetz kodifizierte Strafe vollzogen wird. Aber was, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, hat dies mit zirkulierenden Bildern zu tun? Erst ein entsprechendes Überwachungsorgan konnte garantieren, dass jedes noch so kleine Vergehen ans Tageslicht kommt und, Zitat, mit vollkommener Gewissheit bestraft wird. Dass sich dieses Moment des modernen europäischen Strafsystems in aktuellen Debatten geradezu unverstellt wiederfindet, sei an dieser Stelle nur eingeworfen. Wovon ich vielmehr berichten möchte, ist erstens, dass technische Bilder in diesem Zusammenhang von Anfang an, nämlich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, eine zentrale Funktion besitzen. Und dass zweitens diese Funktion unlösbar mit der Idee der Gleichzeitigkeit bzw. der Synchronizität von Bildern verbunden ist. Die Idee zirkulierender Bilder ist immer auch eine Idee der Gleichzeitigkeit. Damit Bilder zirkulieren, also in meinem Verständnis zur gleichen Zeit an verschiedenen Orten sind, müssen sie medial übertragen werden. Wobei in dieser Argumentation der Ort vorausgesetzt wird, und das ist sicherlich etwas, worüber man auch diskutieren könnte, denn die gegenteilige These wäre ja auch sinnvoll, dass man sagt, die Differenz von Orten wird erst durch die Bildlichkeit erzeugt. Ich setze den Ort erstmal als gegeben voraus. Solange wir uns im Paradigma des Analogen befinden, und hierzu später mehr, setzt die Übertragung von Bildern eine technische Synchronisation von Sender und Empfänger voraus. Das heißt also, dass der eine Pol zirkulierender Bilder durch die Gleichzeitigkeit bestimmt ist, durch das große imaginäre ubiquitärer Bilder. Am anderen Pol jedoch, der Synchronisation, scharrt und kratzt beharrlich das Reale. Was ist damit gemeint? Und was bedeutet es heute in einer Welt vermeintlich gleichzeitiger Bilder ohne Synchronisationsprobleme zu leben? Historisch gesehen ist die Bildtelegrafie dasjenige Medium, welches als erstes mit dem Versprechen einer Gleichzeitigkeit der Bilder auftrat. Was jedoch vorab zu der Frage überleitet, was in diesem Kontext überhaupt unter Gleichzeitigkeit zu verstehen ist. Die einfachste Antwort auf diese Frage lautet, wie bereits gesagt, wenn zwei gleiche Bilder zur gleichen Zeit an verschiedenen Orten sind. Kompliziert wird diese einfache Antwort, sobald man zwei gleiche Bilder nicht als ein Faktum, sondern als einen Prozess versteht. Ob etwas gleich ist oder nicht, diese Entscheidung kann nur das Ergebnis eines Vergleiches sein. Die Kompetenz für diese Vergleiche ist bekanntlich im Raum. Sei dies ein Bildvergleich, ein Mustervergleich oder auch, das haben wir gestern schon angesprochen, ein Datenvergleich. Jeder Vergleichsprozess aber ist ein Vorgang in der Zeit. Das heißt, das Urteil der Gleichheit oder der Gleichheit von Bildern muss dem Eindruck der Differenz notwendigerweise hinterherhinken.
Mit anderen Worten, Gleichzeitigkeit ist seinerseits kein zeitloses Kriterium, kein instantaner Befund, sondern schlicht ein Effekt von Übertragungsmedien und Vergleichsoperationen. Gleichzeitigkeit in der Antike unter den Bedingungen marathonlaufender Boten ist keine Gleichzeitigkeit optischer Telegraphensysteme. Und diese wiederum ist keine Gleichzeitigkeit von vernetzten Glasfaserkabeln. Dass Albert Einstein diesen medienhistorischen Überlegungen 1905 einen ahistorischen Strich namens spezielle Relativitätstheorie durch die Rechnung gemacht hat, kann und muss an dieser Stelle außen vor gelassen werden. Springen wir vor diesem Hintergrund in die Mitte des 19. Jahrhunderts. So ist klar, dass sich gleiche Bilder dann zur gleichen Zeit an verschiedenen Orten befinden, wenn alle anderen Übertragungen langsamer vonstatten gehen. Wenn also Bilder nicht mit Pferdekutschen, Schiffen oder Eisenbahnen übertragen werden, sondern mit Elektrizität. Das Denken von Gleichzeitigkeit ist auf das Engste mit der Elektrizität verbunden, weil alle Dinge buchstäblich hinterherhinken. Anders formuliert, wenn es nur gelingt, Bilder durch Elektrizität zu übertragen, dann ergibt sich daraus geradezu zwangsläufig das Phantasma, dass diese Bilder immer schon ihren Empfänger erreicht haben werden, bevor die Schicksalswellen des Realen dort anbranden. Einfach, weil wir Menschen und mit ihnen die Dinge nicht hinter der Elektrizität hinterherkommen. Und wenn die Bilder dann auch noch per Funk übertragen werden, dann zirkulieren sie im Wortsinne als kugelförmige Bildwelle, die sich mit Lichtgeschwindigkeit um das jeweilige Ereignis herumlegt, schneller als jedes Ereignis selbst. Diese Vorstellung einer Kugelwelle, mit der sich Bilder um ihren Ursprungsort quasi instantan herumlegen, fügt sich nun passgenau in das Foucault'sche Eingangsszenario. Ich zitiere: Betrachtet die ersten Augenblicke, in denen sich die Kunde von einer grässlichen Tat in den Städten oder auf dem Lande verbreitet. Die Bürger gleichen Menschen, die den Blitz hinter sich einschlagen sehen. Jeder ist durchdrungen von Entrüstung und Schauer. Das ist der Moment zur Bestrafung des Verbrechens. Lasst ihn nicht vorübergehen, diesen Moment. Lasst den Untäter nicht entwischen. Würde sich also die Information über den Täter jener grässlichen Tat schneller als dieser selbst um ihn herum ausbreiten, wäre sein Entwischen ausgeschlossen und die Bestrafung sicher. Ich werde darauf zurückkommen, zuvor einige Worte zur Technikgeschichte der Bildtelegrafie. In der Geschichte der Bildtelegrafie verweben sich zwei Hauptnarrative, Zeit und Bild. Diese Erzählstränge vollständig zu entflechten, wurde bereits andernorts geleistet. Für hier reicht es aus, das überaus komplexe Geflecht in einem einzigen Satz zu verkürzen. Seit ihrem Gründungspatent vom 27. Mai 1843 besteht Bildtelegrafie in der Transformation von Bild in Zeit. Sie sehen hier die Abbildung aus diesem ersten Copping Telegraph von Alexander Bain. Von den ganzen Details, die ich weglasse, Sie sehen im Prinzip erstens einen identischen Aufbau zweier Apparate. Dann haben Sie auf der linken Seite so einen Bildträger und davor pendelt ein Pendel mit einem Abtastarm hin und her. Und der senkt sich dann jeweils zeilenweise um eins ab. Und daran sehen Sie schon, das ist das Entscheidende hier, im Grunde genommen handelt es sich um eine Pendeluhr. Das ist mein Argument. Im Sender wird Raum in Zeit verwandelt, im Empfänger dann Zeit in Raum. Bilder zu übertragen heißt Zeit übertragen. Heißt, zwei distante Bewegungen zu synchronisieren. Also wenn die Abtastbewegungen synchron an verschiedenen Orten vonstatten gehen, dann wird das Bild auch
störungsfrei übertragen. Ein Bild wird in derselben Weise im Sender abgetastet, wie es im Empfänger angeschrieben wird. Wo also gleichzeitige Zeitsignale vorhanden sind, da sind auch die Bilder gleich. Und wo es Synchronisationsprobleme gibt, da wird die Störung zum Bild im Bild. Hier sehen Sie einige Übertragungen mit mehr oder minder klar erkennbaren Artefakten. Das erklärt, warum die Übertragung von Zeit und die Übertragung von Bildern historisch besehen so lange das gleiche technische Problem darstellen, bis schließlich die Digitalisierung den Status von Bildern grundsätzlich neu definiert. Entsprechend beschreibt Karl August von Steinheil, einer der Pioniere der elektrischen Uhren, dass die Zeittelegraphen, ich zitiere, alle nur ein und dieselbe Zeit anzeigen, man sie also als Spiegelbilder der einen Uhr, ansehen kann. Es ist gerade keine rhetorische Figur, wenn Steinheil das Synchronisationsproblem mit der Abbildung von Uhren identifiziert, durch die der Raum zwischen Sender und Empfänger verschwindet. Die menschlichen Hauptakteure der Bildtelegrafie lassen sich schnell an einer Hand aufzählen. Der erfolglos gebliebene und 1877 vollkommen verarmt gestorbene Schotte Alexander Bain. Sein erbitterter Konkurrent und englische Physiker Frederick Bakewell, dann Giovanni Caselli, ein italienischer Physiker, Erfinder und Geistlicher, den man durchaus als lachenden Dritten dieser Geschichte bezeichnen kann, der aber ebenfalls verarmt gestorben ist, und schließlich Arthur Korn, der als Professor an der Technischen Universität Berlin die Bildtelegrafie so weit technisch stabilisieren konnte, dass ihr kommerzieller Einsatz möglich wurde, dann jedoch 1939 vor den Nationalsozialisten in die USA fliehen musste. Entlang dieser Akteure skandiert die Technikgeschichte im Normalfall die Entwicklungslogik immer schneller und störungsfreier Apparate. Wir kennen dieses Narrativ zu Genüge. So berichtet etwa bereits am 22. Februar 1862 die Times aus Frankreich: "A new system of telegraph has been submitted to the emperor, to which its inventor, Mr. Caselli, has given the name Pantelegraph. This telegraph has already worked at Florence and Leghorn. It transmits autograph messages and drawings with all the perfections and defects of the originals. An inhabitant of Leghorn wrote four lines from Dante, and they appeared in the same handwriting at Florence. A portrait of the same poet was painted at Leghorn, and it was reproduced at Florence line for line and shade for shade." Und auch Arthur Korn, der 1923 die erste Historiographie der Bildtelegraphie schrieb, verzeichnet in seinen zahllosen, auch internationalen Publikationen unermüdlich die Fortschritte dieses neuen Mediums. So gelingt die juristisch wichtige Übertragung einer Handschrift laut Korn in wenigen Minuten. Meteorologische Karten helfen der Wettervorhersage, aber auch neben anderen Karten dem Militär. Zu den ersten zirkulierenden Bildern zählen selbstverständlich auch wichtige Ereignisse, die tagesaktuell verbreitet werden können. So berichtet beispielsweise Le Matin bereits am folgenden Morgen in Paris von den Flugversuchen mit dem Voisin Standard Doppeldecker, den Armand Sipfel, zwischen dem 28. Januar und dem 4. Februar 1909 auf dem Tempelhofer Flugfeld ausführte. An dieser Bildübertragung, die Sie rechts sehen, ist besonders bemerkenswert, dass einige Linien nachträglich offensichtlich reingezeichnet wurden, weil die Störung zu stark war, beziehungsweise eben die Kontraste zu wenig stark übertragen worden sind. Bereits zwei Jahre zuvor war ein regelmäßiger Bildverkehr zwischen Berlin, Paris und London beschlossen worden. Was lag angesichts dieser Erfolge näher, als auch über den Einsatz der Bildtelegrafie im Dienste der Polizei nachzudenken?
Im September 1926 hielt Arthur Korn auf dem 2. Internationalen Polizeikongress in Berlin einen Vortrag über den Einsatz der Bildtelegrafie in der Polizei. Darin verweist er auf einen Fall, der sich bereits knapp 20 Jahre zuvor in London ereignet hatte. Am 17. März 1908 wird das Bild von Maurice Gutmann, wie auch immer, mittels Kornscher Apparatur von Paris nach London telegrafiert und im Daily Mirror unter der Überschrift abgedruckt 10.000 Pounds Jewel Theft. Bereits am folgenden Tag ist die Sensation perfekt. Calling at the Daily Mirror office yesterday, Mr. Weisse said that he immediately and unmistakably recognized the photograph of Gutmann as a former lodger. Erfolgreicher im Sinne Foucaults können zirkulierende Fahndungsbilder nicht sein. Entscheidend sind die Signalwörter immediately und unmistakably. Das System zirkulierender Bilder kann gar nicht versagen. Die Technik überholt und kreist den Verbrecher mit Sicherheit ein. Seine gerechte Bestrafung ist gesichert. Insofern verwundert es kaum, dass der Daily Mirror bei dieser Gelegenheit auch noch einige Testimonials abdruckt, wobei selbstverständlich die Wichtigkeit der Zeitung selbst auch in den Vordergrund gestellt wird. Was allerdings erstaunt, ist, dass die Idee der zirkulierenden Fahndungsfotos indessen schon Alexander Bain Mitte des 19. Jahrhunderts gekommen war. Sie war von Anfang an mit der Bildtelegrafie verwoben, also bereits zu einem Zeitpunkt, als von hinreichend stabilen, schnellen und störungsfreien Übertragungen noch keine Rede sein konnte. Ich zitiere aus der Patentschrift: My copying telegraph is capable of transmitting the facsimile of any communication in writing or printing, or of any other figure, including the profile of a human face divine, so that the physiognomy of a runaway could be sent to all the outports of the kingdom in 2 or 3 minutes. The copying telegraph has not yet put in practical operation, but these difficulties are not insurmountable. Doch die Euphorie für das neue Medium ist von beständigen Rückschlägen geprägt. Bains Apparate funktionierten nie, Bakewell musste mit der Hand nachhelfen. Und nach den anfänglichen Erfolgen der Telegraphenlinie Casellis, die 1865 mit den Strecken Paris-Amiens, Paris-Marseille und Paris-Lyon debütierte und schon im Sommer nach Russland exportiert wurde, nahmen die finanziellen Schwierigkeiten zu und Caselli stirbt, wie schon gesagt, schließlich verarmt. Die mit dem Fernsehen von Anfang an verbundene Hoffnung, Zitat, die Schranken von Raum und Zeit zu brechen, zerrieb sich immer mehr und immer wieder aufs Neue an der nackten Materialität von Bild und Zeit. Je länger der Übertragungsweg sein sollte, umso stärker machten sich die Synchronisationsprobleme als Störungen bemerkbar. Und je detailreicher die Bilder waren, umso länger dauerte die Übertragung. Arthur Korn bringt den Stand der Dinge Ende des 19. Jahrhunderts wie folgt auf den Punkt, ich zitiere: Man musste sich daher, wenn man die Transmissionszeit nicht erhöhen wollte, was mit Rücksicht auf die zu lange Inanspruchnahme der Fernsprechleitungen nicht ratsam war, hier gibt es eine bezeichnende Medienkonkurrenz, im Allgemeinen mit der Übertragung von verhältnismäßig einfachen Bildern wie Porträts begnügen. Nur in seltenen Fällen konnte man bei etwas komplizierteren Vorlagen wie Gruppen und Landschaften auf genügende Übertragung der Einzelheiten rechnen. Anders formuliert, der Teufel lauerte im Detail. Die Vermeidung oder Korrektur von Störungen benötigt Zeit. Und genau das aber macht eine gleichzeitige Zirkulation der Bilder
unmöglich. Denn selbst wenn die Störungen mit endlichem Aufwand minimiert werden konnten, durch unterschiedlichste Technologien wie Korrekturlinien, Mannshohe Pendel, Sie sehen hier das Beispiel Caselli, Zwischenklischees, Kompensationsschaltungen bis hin dazu, dass Alexander Bain auf der Messe in London selbst mit dem Finger nachhelft. Wenn sich also die Störungen und damit die Synchronisationsprobleme beherrschen ließen, die Zeit, die Gleichzeitigkeit und Idee der zirkulierenden Bilder war damit nicht vereinbar. Es mutet wie ein Treppenwitz der Geschichte an. Zuerst gab es zu wenig Bilder und zu viel Störung. Dann gibt es heute und im Digitalen keine Störung mehr, aber zu viele Bilder. Lorenz Engel formulierte diesen Querstand bereits 2004 wie folgt: Wenn alles immer schon da ist, macht Übertragung keinen Sinn mehr. Warum eigentlich, könnte man pointiert fragen, warum eigentlich widersetzen sich Bilder dann doch irgendwie ihrer Übertragung bis heute? Denn seien wir ehrlich, wer heute Instagram, Pinterest oder Flickr aufruft, der hat vor allem eines, ein Filter und damit ein Zeitproblem. Nochmal Engel. Das schon früher beobachtete Phänomen der Sättigung an Sichtbarkeit zieht den Zwang zur Wahl, zur Selektion nach sich. Die digitale Gleichzeitigkeit der Bilder bedeutet zwar eine technische Lösung des Übertragungsproblems, aber eben nur dies, eine technische Lösung. Das Technische ist jedoch nur ein Aspekt von Bildern, zumal von technischen Bildern. Dass uns gerade dies die Technikgeschichte der Bildübertragung lehrt, kann gerne zu weiterem Nachdenken Anlass geben. Herzlichen Dank.